Heute findet in Klezen der Tag der offenen Tür statt bei der Feuerwehr. Der musste leider verschoben werden in diesem Jahr durch die Unwetterereignisse. Und im Zusammenhang damit ist also heute hier der Pokallauf des Bürgermeisters. Den haben wir in der Einheitsgemeinde Ostern-Nienburger Land gestartet 2010. Da fand in Wulfen das 100-jährige Jubiläum der Feuerwehr statt. Und seitdem haben wir einmal jährlich an wechselnden Orten den Pokallauf. Heute sind wir hier in Klietzen und das ist bei passendem Wetter eine spannende Geschichte. Der Beste möge gewinnen und ich hoffe, alle haben viel Spaß und können hier zeigen, was sie können und ihre Leistung vielleicht sogar verbessern. Die Feuerwehr Klietzen besteht seit 1832. Klietzen hat 22 aktive Feuerwehrmitglieder, davon 7 Frauen, leider keine Jugend. Wir hätten gerne eine kleine Jugendmannschaft gegründet, aber uns fehlen die Jugend. Die sind alle noch zu klein. Normal braucht man ja ab 10 Jahre, aber so Alter haben wir noch nicht. Und als Erste freue ich mich, dass wir so zahlreich erscheinen.